was ik ongeveer 12 jaar oud was, nog aan een school, ik had een zeer goede vriend. Mij ging dat op Irms schijn naar de school gaan en met deze vriend top zijn en wie weer een zeer jaar nu. We hadden veel dingen top gedaan. Goede tijden gehad, schijn gaan gehad. Op een dag had we ons ergens wel gestuurd. Er war eins von dem Jahres an der Schule. Ein anderes Kind an der Schule. Und wir vertalten Schlag über das Kind. Wir sehen Dinge, was wir niemals sollen sein. Ich sehe Dinge, was falsch wäre, was irrig wäre. Dem Jahr hier dort, andere Kinder hier dort. Und sie gingen dem Lehrer und er wird geklärt. Der Lehrer kam rüt und fragt, was ihr an Jungs. Wir müssen alle werden hingehen. Und wir hatten was getan, was sehr schlimm wäre. Wir hatten sehr schlimme Dinge gesagt. Und der Lehrer fragt uns nun, und wir wissen ganz näher, das gibt Strafe. Mein Freund stimmt dazu, und er sagt, ja, ich habe diese Dinge getan. Ich sage, nee, ich kann nicht. Wenn ich habe sehr Angst für Strafe. Und ich sage, nope, hat nicht mehr zu tun gehabt. Mein Freund sieht mich direkt hart, aber er sagt, hey, hart. Ich ging rüt, ich kann rüt gehen, der Freund bleibt bei mir. Und er rohrt, und er kehrt büten, weil er rohrt, ich riech Struf. Schütze Luther kam der Lehrer, rüt. Und er sagt, hey, sag ich, du hast auch. Nee, ich sag, er kann nicht. Und er verliert dort. Ja, und jung kriegt noch neuer Struf. Und dabei kam er rüt. Und er kann mir nicht besehen, weil du nur dem sein, sei gute Freunde warst. Ich krieg nicht Struf. Ich verliert dort, wo er getan hat. Kam dem mit wach, kam mir meine Jugend, Leute mit taufen. Befried mich. Und wenn ich ein oder zwei Jahre befried wäre, käme der Jesus Gottes an mich. Und er sagt, ein Wort ist noch nicht draufgestellt. Ich muss mein Lehrer, der in einem Land wohnt, lang wach wäre, im Brief schreiben, Kontakt merken und seine Kamisei verschuldigt. Dann mal habe ich sehr gelernt. Ich kriege nicht Struf, aber ich keine Struf gehabt durch diese alle Jahre, was schwor an mich liegt. Die Lehrer wissen das nicht, aber ich weiß das. Ich möchte die Sache rein und werde frei. Im Psalm 32, Vers 3 durch 5, du sagst David, wenn sie meine Sinn verstärken will im Leben, dann wird Gott seine Hand so vorsagt mir, dort trägt und dort weh, und ich kann nicht warten, aber ich kann nicht mal schlucken. Dort wird ein schweres Leben. Aber wenn sie meine Sinn bekannt und rüt bracht und nur Gott bracht, dann verjäufe mich, dann wird das Leben leichter. Dort selbst ihr belebt euch. Ich dachte, ich komme wach mit den Verliehen, ich deutlich. Aber Gott seine Hand, wir schworen mich durch diese Zeit und das Gewissen direkt durch. Freund, ich weiß nicht, was dein Leben ist, aber ich kann dir ein Ding sagen. Was immer in dein Leben ist, wo es nicht dargestellt ist, wo vielleicht ein verstärkender Sinn ist und du sagst, habt keiner gesehen, habt keiner gemerkt? Stimmt vielleicht. Aber Gott wie du, er sagt dort. In Gott seine Hand, wird treten, wird du sein, und du wirst nicht vergeben, weil du bekannst. Bekannt zu Gott, und er wird dich vergeben. Merk dir den ja klar, in dein Leben wird leichter, viel, viel leichter sein, und du wirst im Leben doller beschäftigen und wieder vorwärts kommen, wegen Gott, die sehen wird, und nicht treten wird. Gottes Segen.